jetzt haben wir uns den restlichen Tag einfach darum gekümmert, dass wir ein bisschen Spaß haben. Und ihr seht schon hier im Hintergrund, das Ganze nennt sich The Challenge auf Kupangan, so ein Wasserpark. Ich werde mit Julian hier mal durchheizen und die anderen machen heute ein bisschen Pause. Marie ging es ja ein, zwei Tage nicht so gut und wir schauen einfach. Also es kostet unheimlich Kraft. Ich habe jetzt schon so 4 Runden, glaube ich, durch. Und ein paar Sachen sind dabei, wo man immer wieder so aus dem Wasser, man ist halt immer bis hierhin im Wasser und muss sich dann hochziehen und hochreißen. Und das ist sehr anstrengend. Dann habe ich mich auf diesen Wasserblub hier raufgelegt, auf diese Luftröhre, wo ich hochgeschossen worden bin. Und die sagen einem, man soll ganz ruhig sein, sich gerade ausstrecken, nicht mit den Füßen irgendwie rumzappeln. Und wenn man sich dann in der Luft immer nur nach vorne gucken, nie nach unten gucken, weil wenn der Kopf nach vorne geht, man anfängt in eine Rollbewegung reinzukommen, in einen Salto. Habe ich alles gemacht, zumindest versucht. Und was passiert? Ich habe mit den Füßen gezappelt und habe einen wunderschönen Rückwärtssalto hingelegt. Der war aber so nicht beabsichtigt. Ich habe ziemlich Glück gehabt, dass ich den mit einem Köpfer dann retten konnte und nicht irgendwie seitlich aufgeklatscht bin oder mit dem Rücken oder mit dem Bauch. Und ich habe auch eine Schwimmweste umgehabt, insofern war das okay. Also den Blub würde ich den Kindern hier nicht empfehlen, aber alles andere bringt absolut Spaß. Die 500 Watt hier, 12,50 Euro Eintritt, sind meines Erachtens den Spaß absolut wert. Und ich werde jetzt nochmal eine Runde durchs Wasser fliegen. Nach einer Alternative zum Bugitara, weil wir vermutlich nächstes Jahr in der Community wieder hier sein werden, beziehungsweise werden wir ja, weil das Bugitara. Nein, weil es ist langsam so in die Jahre gekommen, es ist total schön hier, die Inhaber geben sich super viel Mühe, aber wir gucken uns trotzdem nach einer Alternative schon mal um hier auf Kupangan. Und hoffen, dass wir was Schönes finden mit einem Pool, weil der Pool einfach für die Kinder wichtig ist. Und ja, ich bin sehr gespannt, was für Resorts wir heute finden und nehme euch einfach mal mit. Ja, wir sind bei unserer ersten Unterkunft, die wir uns hier angucken, angekommen. Und das Ganze sieht so aus. Schaut euch das mal an. Kinder sind voll beeindruckt hier, aber es sieht auch wirklich sehr, sehr hochwertig aus. Ja.
dieses wunderbare Resort hier kostet die kleinen Bungalows 975 Euro, wenn man 3 Monate hier bleibt, und die größeren, was denn, 1200 Euro. Aber das Problem ist dann einfach, man muss dann für alles noch extra zahlen. Ja? Und das müssen wir in Bogotara einfach nicht. Das ist echt super. Ah, wir haben gerade entdeckt, dass diese wunderschöne Bungalow-Anlage noch einen zweiten Pool hat. Und dieser zweite Pool ist ein bisschen abseits von den ganzen anderen Bungalows, aber er hat hier oben ganz viele kleine Wohneinheiten. Und das sieht auch richtig schön aus. Das Ganze aus da oben sind ganz viele Wohnungen. So und hier doll ist der wie Pool. Bei den anderen. Natürlich ist so ein Pool in der Mitte von den ganzen Bungalows schöner. Ja, sieht ja nur so aus. Warte. Und da oben ist noch eine Tischtennisplatte und ein Billardtisch. Da kann man sich noch hinsetzen und arbeiten. Aber für 1000 Euro im Monat ist das einfach zu viel Geld. Man würde damit viel zu viele Familien ausschließen. Und deswegen suchen wir nach einer günstigeren Variante und fahren jetzt einfach mal weiter. Also auf dem Weg nach Sri Tanu haben wir noch ein zweites Resort gesehen. Leider haben die nur 9 Zimmer, deshalb passt das nicht wirklich für uns. Aber wir wollten uns jetzt den Pool mal angucken, weil das dann ein Infinity Pool sein soll. Und dann sagen die, aber das ist nichts für Kinder, da dürfen die Kinder auf keinen Fall hin. Jetzt bin ich natürlich gespannt, jetzt gucken wir uns den Pool mal an. Okay, ich kann verstehen, warum. Es gibt da also wirklich eine extreme Kante, wo es so runter geht. Und da möchte ich meine Kinder auch nicht dran spielen sehen. Und Kinder von der Kante fernzuhalten, ist, glaube ich, nicht so witzig. Also dieses Resort fällt leider bei uns durch. Gucken wir mal, ob wir ein nächstes finden. So, wir sind angekommen beim Resort Nummer 3 und gucken uns das jetzt mal an. Gucken uns die Bungalows an, die Zimmer. Auf jeden Fall ist die Lage direkt am Wasser, spricht also auch sehr für dieses Resort. Und jetzt gehen wir mal rein. Woran erinnere mich das? Ja, in Borneo, nicht wahr? Wow, das sieht cool aus. Das ist ja der Wahnsinn. Na, was ist dein Eindruck? Ein Träumchen, wirklich wunderschön. Aber ich schätze mal, nicht geeignet für ein großes Familientreffen. Wow. Aber da ist ein Tisch. Genau, Susanna, da ist doch ein Tisch. Das reicht doch für alle. Hallo, hallo, hallo. Wir sind wieder zurück. Und ich weiß nicht, ob Katrin das zweite gefilmt hat. Doch, hast du gefilmt, ne? Mhm. Das war ein Schnäppchen. Das war für Honeymoon-Gäste. Die Villa kostet 350 Euro pro Nacht. 40 Villen haben die. Haben wir mal kurz hochgerechnet. Wir suchen noch jemanden, der in unseren Millionärsclub einsteigen will. Also das wird es dann, hey Mathilda, das wird es dann nächstes Jahr definitiv nicht, zumindest nicht für uns.